Das Collab, Dicker, mit Lil Lano bist du ja voll am Start, ne? Ja, Mann. Bruder, mit Lano so hab ich jetzt schon ein bisschen länger Kontakt mittlerweile. Wie kam der Kontakt? Ich habe das schon eigentlich alles in den letzten Interviews gesagt. Der Kontakt kam so, dass, also ich feiere seine Mucke so, weißt du? Und, Insta oder was? Wir haben in Insta geschrieben, ja. Ah. So mäßig, so haben wir uns connected und wir sind immer noch connected wie ein WLAN-Router. So. Krass aber, ne? Also ihr fühlt euch richtig, oder? Bruder, also ich mag ihn, Bruder. Ich mag ihn sehr, auf jeden Fall. Weil so. Ihr habt ja auch nicht nur ein Feature gemacht, sondern halt wirklich ein paar Features mehrere, gemacht, Bruder, und so. Auf jeden Fall, mehrere. Und wir haben auch noch Bock auf mehr, so. Kollabo-Album? Wer weiß, Bruder, wenn es gute Angebote gibt, so. Leute dafür was Gutes zahlen, so. Weil die Kombination ist schon cool. Wir haben sehr, sehr Bock drauf, Bruder. Wir haben sehr, sehr Bock drauf, auf jeden Fall so. Er muss auch seine Sachen machen, so. Ich muss auch meine Sachen machen, so natürlich. Ich meine, du hast so dieses Street, dieses dreckige Street-mäßige so. Und er hat ein bisschen mehr dieses Fröhliche und die Stimme auch ein bisschen höher und so. Deswegen finde ich die Kombo. Die Kombo hört sich schon gut an, so. Ja, Mann. Das Ding ist halt bei mir, in Albumphasen musst du wissen, ich kann nicht viel hören, was so streetmäßig ist. Weil ich mache ja schon Street-Rap, weißt du? Ich habe keinen Bock, so zu klingen wie jemand, so. Also unbewusst natürlich. Ja. Was ich mir gerade anhöre, so deswegen so in Albumphasen wirklich so eigentlich Deutschrap nur Lil Lano so. Krass. Das ist halt so, das ist halt voll was anderes, andere Welt, weißt du? Und dann kam halt die Idee so, wenn man das vielleicht vermixen kann irgendwie, wie würde sich das denn anhören so? Wenn man vielleicht irgendwie diese Mitte treffen kann, weißt du? So, jetzt nehmen wir mal an, so erst so, ich bin so ganz rechts so, erst so ganz links so und dann diese Mitte finden. Das war halt erstmal schwierig, aber so, man kann es machen auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist ja immer das beim Collabo-Album, ne? Wenn zwei Künstler aufeinandertreffen, muss man halt kollaborieren, ne? Muss man halt eine geile Mitte finden. Bruder, aber wenn oder man kreiert halt einen komplett neuen eigenen Sound so, den man dann zu zweit entwickelt. Ja, ja. Ist dann mehrere Herangehensweise so, ne? Ist halt schwieriger, wie wenn zwei Schwarzköpfe so ein Collabo machen so oder, weißt du, oder zwei Russen vielleicht ein Collabo-Album zusammen machen so. Das ist anders so. Das die schon ähnlich klingen, meinst du, auch einen ähnlichen Sound haben? Ja, genau, haben, genau so, ne? So. Wir klingen ja vollkommen unterschiedlich. Aber das ist das Geile daran, finde ich. So, dass auch du deinen Film auf den Songs weiterschiebst, weißt du, harten, ekligen Film und er auch seinen Film auch auf den Song weiterschiebt. Dadurch hat man halt einen Song, der halt so facettenreich ist, weißt du? Das ist krass. Hast du denn Lil Lanos Weg vorher so ein bisschen mitbekommen? Oder wie war denn das? Er hat dich angeschrieben, hat gesagt, ey, Feature Meetcha und so. Hast du dir dann Songs von ihm angehört? Hast du dir seinen Weg angeguckt? Bruder, interessiert dich das, ob der YouTuber vorher war, was er vorher YouTube-Formate gemacht hat oder so? Oder sagst du nur, ich höre mir die Mucke rein? Wenn der geil ist, mach ich, wenn nicht, dann nicht? Das Ding ist, ich habe gar nicht vorher gewusst, dass er diese YouTube-Sachen gemacht hat, so, sondern rein musikalisch und rein musikalisch so, Bruder, krank. Weißt du, ich meine so? Kann jeder sagen, was er will. Und das mit so seinen YouTube-Sachen so, Bruder, was soll ich dir dazu sagen so? Ich meine, muss jeder selber für sich wissen, so, weißt du, ich meine? So, ich finde ihn jetzt dadurch nicht schlechter so oder besser so, sondern es ist halt einfach so YouTuber-Kram, Bruder. Was soll ich dir sagen? So? Ja, ich muss sagen, Lil Lano so hat mich schockiert, wo ich seine erste Mucke gehört habe und so und jetzt auch den Weg, den er geht, muss ich ehrlich sagen, musiktechnisch Props raus so, muss ich wirklich Shoutouts raushauen und sagen, ey, der hat das echt gut gemacht, der hat ein musikalisches Verständnis, so, das respektiere ich auch vollkommen so. Nur halt das, was er vorher auf YouTube gemacht hat und so und wie er es gemacht hat und so. Ich weiß auch nicht, wie ernst er das gemeint hat da damals und so. Ich habe ja auch die ein oder anderen Berührungspunkte schon mit dem Bruder gehabt, ne? Okay. Weiß nicht, wie ernst er das da gemeint hat damals und so, aber der hat schon ein paar Sachen gemacht, wo ich sage, ey Bro, Alter, das geht schon unter eine Gürtellinie, wo ich sage, Alter, da kann ich nicht mehr dahinter stehen, so, weißt du? Okay. Da kann ich mir halt vorstellen, dass wenn dann Khalil sich das reinfetzt, dass man oder ein Rapper sich das reinfetzt, dass er dann sagt so, ey, Dicker, geht nicht, weißt du, weil deine Vergangenheit, dies, das, bla, bla, bla. Aber natürlich respektiere ich auch, dass du sagst, ey, Bro, ich habe mich mit dieser YouTube-Sache gar nicht viel beschäftigt. Der macht krasse Mucke. Bis heute eigentlich noch nicht so richtig. Siehst du? Du konzentrierst dich halt auf die Mucke so. Auf die Mucke. Und auf den persönlichen Vibe wahrscheinlich, den ihr so habt, wenn ihr miteinander seid. Genau. Und wenn das passt so, dann ist es doch vollkommen okay, weißt du? Mhm.